Hallo, es ist wieder Freitag mit Dunni. Ich grüße euch. Ha. So, ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Das müsst ihr entschuldigen. Ich habe irgendwie ein bisschen zu viel Kaffee getrunken und der war heute sehr stark und deswegen bin ich ein bisschen aufgedreht. Aber ich versuche ein bisschen runterzukommen und nicht die ganze Zeit wie ein hyperaktives Eichhörnchen in diesem Video zu reden. Gut. Also, erstmal zu Cassandra. Du hast meinen Namen völlig richtig ausgesprochen. Dunni. Ganz easy. Also, du hast ihn richtig ausgesprochen. So, ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar haben wir zwei neue Nosy Rosies. Und zwar einmal die Melly und die Key 11. Und die beiden werden sich nochmal vorstellen hier die Tage. Und wenn ihr schon mal gucken wollt, wer das alles ist, könnt ihr gerne hier in den Favoriten gucken. Die beiden haben nämlich ein sehr süßes Bewerbungsvideo gemacht. Also, ich finde die beiden süß. Also, check die mal aus, ne? Das Thema der Woche ist ja, wie und wo Frauen kennenlernen. Die anderen drei Ladies vor mir, die haben ja schon eigentlich alles gesagt, wo man Frauen kennenlernen kann. Und zwar auf Szenepartys, Veranstaltungen und alles rund um Schwulen und Lesben. Und die Jen, also haben halt die Cassandra und die Laura erzählt. Und die Jen hat halt erzählt, dass man im Internet auch sehr gut Frauen kennenlernen kann. So, das heißt eigentlich, damit sind eigentlich die Optionen schon erfüllt, außer es wird einem jemand vorgestellt im Freundeskreis, aber es ist auch schon wieder was anderes. Oder ihr könnt, ich meine, ihr könnt natürlich auch jemanden auf der Straße ansprechen. Klar, wenn ihr jemanden an der Kasse seht und denkt, wow, ne? Klar könnt ihr auch zu ihr hingehen und sie ansprechen, aber achtet auf euren Gelder, weil wenn der nicht zu 100% richtig ist, kann es am Ende sehr, sehr hässlich werden, ne? Also aufpassen. Deswegen geht es heute auch in meinem Video um das Thema erstes Date. Hits und Shits beim ersten Date, was ihr machen könnt, solltet, was angebracht wäre und was ihr lieber lassen solltet. Also was ich immer gut finde für ein erstes Date ist zum Beispiel ein Café. Ein schönes kleines Café, was auch nicht zu laut ist. Was ich noch schön finde und was bei dem Wetter auch sehr angebracht ist, ist auch ein gemeinsamer Spaziergang im Park. Ja, also ich finde, da kann man sich auch immer total gut näher kommen, man kommt gut ins Gespräch und es ist immer sehr entspannt auch einfach. Also ich finde das im Park oder jetzt auch vielleicht zu dieser Jahreszeit am See finde ich immer ganz, ganz schön halt auch in der freien Natur, dass man halt gemeinsam dann sich trifft und was miteinander macht, finde ich immer sehr schön. Und was absolut gar nicht geht beim ersten Date, ist zum Beispiel ins Kino zu gehen. Ich meine, ihr geht ins Kino, ihr sitzt doch wirklich nur nebeneinander. Gut, nebeneinander ist schön und gut, aber ihr fixiert euch ja auf einen Film. Ihr guckt ja gemeinsam einen Film. Ihr kommt gar nicht richtig ins Gespräch, so vielleicht vor der Vorstellung und danach, aber während des Films kommt ihr überhaupt nicht zum Gespräch, kann man sich gar nicht richtig kennenlernen. Deswegen finde ich Kino fürs erste Date total ungeeignet. Vielleicht so ab dem dritten oder vierten Date ist Kino in Ordnung, aber jetzt nicht unbedingt beim ersten Date. Also finde ich nicht so gut. So, was ich noch schlimm finde, sind rauchige Kneipen. Also für ein Date ist ein bisschen. Also so eine rauchige Kneipe, total dunkel, verraucht und muffig, wo vielleicht nur Männer ab 40, ab 40 da sitzen. Und dann sich da gemeinsam kennenlernen, finde ich auch nicht so gut. Aber wenn ihr was trinken gehen möchtet, irgendwie, vielleicht was Alkoholisches, dann geht doch lieber in so eine schicke Cocktailbar. Ist doch viel angenehmer, finde ich, als so eine rauchige Kneipe. Ich habe für euch noch eine kleine Zusammenstellung gemacht von 5 Dingen, die beim Date auf jeden Fall gut ankommen werden, die euch auf jeden Fall Pluspunkte bringen. Und euch vielleicht sogar zu einem zweiten Date und ein bisschen mehr bringen, ne? Und eine Liste von 5 Dingen, die beim Date total unangebracht und ungünstig sind. Das ist alles meine persönliche Meinung.